Und schon wieder zurück bei DSA Sternenschweif. Und ihr seht schon, ich bin wieder im Reisebildschirm. Das hat den Grund, dass ich ja gesagt hatte, ich gehe zwischenzeitlich mal auf die Jagd nach den Blutzinnen. Irgendwo müssen sie ja sein. Bin auch eine ganze Weile rumgelaufen, wirklich eine ganze Weile. Und ich habe tonnenweise Kämpfe gegen Orks, gegen Waldlöwen, gegen Schröter, gegen Spinnen, gegen alles Mögliche hinter mir. Es ist ein Kreuz, diese Reise war furchtbar. Und dann ist mir aufgefallen, beziehungsweise wurde mir gesagt, als ich dann auch berichtet habe davon, dass ich ganz verzweifelt die Blutzinnen suche, dass man die nur auf einem ganz speziellen Weg finden kann. Und diesen Weg bin ich jetzt gegangen. Das heißt, ich bin jetzt tatsächlich, glaube ich, ganz kurz vor den Blutzinnen. Das heißt, wir machen uns jetzt gleich nach dem Lagerplatz auf den Weg dorthin. Wasser und nichts Essbares, aber dafür Regeneration, ja, auch nicht ganz. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir hin. Hier, da an der Ecke, seht ihr? Da, da sind wir vorbeigekommen, aber man muss tatsächlich hier unten lang. Der Pfad läuft auf eine Steilwand zu und führt in einer Höhle tiefer in den Berg hinein. Wollt ihr die Höhle betreten? Oh, ja, Tatsache. Blutzinnen! Blutzinnen! Wir sind wieder angekommen und ich mache natürlich direkt einen neuen Spielstand. Bin halt bekloppt. Blut... über was? Blut 1. So, Blutzinnen 1. Wir erkunden die Blutzinnen, auch wenn es eigentlich... Also, soweit ich das verstanden habe, ist es jetzt eigentlich auch obsolet. Wir müssen es nicht unbedingt mehr machen. Muss man gerade was am Mikro umstellen, so. Wir müssen es nicht unbedingt noch machen, denn wir könnten jetzt auch einfach nach Tjolmar gehen und das Spiel beenden. Aber ihr erinnert euch ja noch, dass die Orks uns hier in diese... Oh Gott, ich habe gerade schon gedacht, boah, das kann jetzt nicht sein, dass hier nur ein Ausgang ist quasi. Ihr erinnert euch ja noch, dass die Orks uns hier, lass Valaria in Ruhe, dass die Orks uns hier in diese Blutzinnen reingelotst haben, beziehungsweise als sie uns gefangen genommen haben, haben sie uns hier eingesperrt. Ja, und das müssen wir ihnen natürlich heimzahlen, das können wir ja nicht einfach so stehen lassen, das geht ja nicht. Also werden wir jetzt einfach mal ihre Festung auseinandernehmen. Und vor allen Dingen entspricht das dann auch meinem Komplettierungsgeist, den ich bei DSA natürlich immer noch mitbringe. Ich möchte so viel wie möglich von dem Spiel mitnehmen wieder und nach Möglichkeit dann auch alles irgendwie mal gesehen haben. Auch wenn ich soweit eigentlich alles schon gesehen habe. Aber das spielt ja keine Rolle. Ne? Man kann ja trotzdem immer noch mal alles ablaufen. Deswegen möchte ich die Blutzinnen auch einmal von oben bis unten durchgehen. Ich weiß jetzt schon, dass in den Blutzinnen diverse Todesfallen versteckt sind. Also die Blutzinnen nehmen sich da nichts mit der Finsterkoppenbinge, ganz ehrlich nicht. Die sind, was das betrifft, sind sie sich sogar ziemlich ähnlich. Aber ich habe ein paar Tipps bekommen zu den Blutzinnen. Denn ganz ehrlich, ohne Tipps würde ich jetzt hier wieder stundenlang rumrennen und würde stundenlang irgendwie dies und jenes versuchen. Das ist, also es ist, mir wurde nicht alles verraten, aber zumindest so Kernelemente wie zum Beispiel, wenn ich schwarze Fiolen finde, behalte sie. Und ich meine mich sogar erinnern zu können, warum. Wir werden auf jeden Fall alle Geheimnisse der Blutzinnen erkunden, werden alle Orks, die wir hier finden, abschlachten und werden dann deutlich reicher und eventuell auch mit dem ein oder anderen magischen Gegenstand diese Festung wieder verlassen. Ich spare mir mal meine Pfeile, auch wenn sie immer noch so um die 90 mit dabei haben sollte, das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, wir werden hier viele Kämpfe erleben und dafür werden wir unsere Pfeile noch brauchen. In anderen taktischen Situationen, wenn wir es nicht gerade mit zwei Orken oder so zu tun haben, die rumstehen, die wir mit unseren Kriegern mit Leichtigkeit auch umnatzen können. Dafür haben wir auch genug Kräuter mit dabei. Wir haben ja jede Menge von diesen Belmartblättern. Ich glaube, es waren Belmartblätter. Jede Menge von diesen Blättern mit dabei. Also da müssen wir uns überhaupt keine Gedanken machen, was Lebenspunkte angeht. Da können sie uns gerne so viele abziehen, wie sie möchten. Das ist mir alles egal. Und seine Astralenergie spare ich natürlich auch. Also zumindest jetzt am Anfang, ne? So später, wenn man merkt, jetzt kommt auch langsam der Moment, wo wir wahrscheinlich die Blutzinnen komplett aussortiert haben, dann muss ich das nicht mehr sparen, aber jetzt im Moment ist es schon noch sinnvoll. So, hier ist eine Geheimwand gewesen. Hier ist doch bestimmt auch eine. Diese Schufte. Da ist ein Hebel, oder? Ja. Bang, der Hebel ist nun tot. Was mal, Moment mal, nein, so geht das nicht. Also nochmal, wollt ihr den Hebel in seiner Schaltposition verändern? Wollt ihr den Hebel umlegen? Oh Gott.
Boah, ey, die sind doch total durch gewesen, die Programmierer. Ja, ich möchte gerne den Hebel in seiner Schaltposition verändern. Ihr legt den Hebel um, aber nichts weiter geschieht. Ja, gut. So, hier hinten ist auch eine Geheimwand, das habe ich gesehen. Da, kann mir doch keiner erzählen. Ach ja, das wird ein Spaß. Ich glaube, wir werden hier viele Orken schnetzeln und hoffentlich auch viele, viele Schätze mitnehmen. Ist aber gut, dass die Geheimwände auf der Karte so markiert sind. Durch den Durchgang erkennt ihr eine große, von Feuern erleuchtete Halle, in der sich anscheinend mehrere Gestalten bewegen. Außerdem könnt ihr den Lärm einer rauen orkischen Unterhaltung vernehmen. Endlich wagt ihr, wieder zu atmen. Die Orks scheinen zu ihrem Wüstentreiben zurückgefunden zu haben und scheinen sich nicht um irgendwelche Geräusche aus irgendeinem Gang zu scheren. Ja, gut, wenn sie meinen, sie müssen das so machen, dann müssen wir es so machen. Was ich sagen wollte, gut, dass die Geheimtüren hier auf der Karte so markiert sind. Hier ist auch eine Geheimtür. Das sind die geheimsten Türen, die ich jemals erlebt habe. Da ist noch irgendwas. Ist das vielleicht auch wieder so ein Schalter? Warte mal. Nicht, dass ich da jetzt dran vorbeigelaufen bin. Nee, das... Ja, aber ich glaube, das ist nur... Ach, guck. Ihr entdeckt eine Bolzenfalle. Wollt ihr versuchen, sie zu entschärfen? Ja, klar. Androsch. Vorsichtig geht Androsch zu Werke und nach kurzem ist die Falle entschärft. So, Androsch, du darfst wieder nach vorne gehen. Dein Gefahrensinn ist der größte von allen, auch wenn du der kleinste von allen bist. Aber das soll uns ja nicht aufhalten. Wo sind wir denn hier gelandet? Bestimmt gleich ein Kampf gegen ganz viele Orks. Ja, das ist doch klar. Ja, weißt du was, Spiel? Boah, leck mich doch am Popo, ehrlich, was ist denn los mit dir, Spiel? Boah. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Wir müssen nur unseren Magier und unseren Bogenschützen beschützen, irgendwie, ich weiß noch nicht so genau wie. Denke mal, oh mein Gott. Okay, das könnte ein längerer Kampf werden. Ich bin mir da noch nicht. Ich hätte vielleicht erstmal sie zur Seite zurückziehen müssen. Irgendwo an eine Seite, wo ich nicht von allen eingekesselt werden kann. Das ist schon falsch gewesen, die Taktik, die ich hier jetzt angegangen bin. Eventuell muss ich gleich wirklich nochmal laden, weil... Ork-Veteran, ja, Tatsache. Ich hätte die hier unten hinziehen müssen, ne? Aber vielleicht kann ich den Weg ja noch frei machen und wir können das dann irgendwie doch schaffen. Ja, so viel zu Weg freimachen, ne? Also das... Irgendwie müssen wir uns nach unten durchkämpfen. Wir müssen diesen Pfeiler, der da offenbar steht im Raum, irgendwie taktisch für uns nutzen, dass die Orks ihre zahlenmäßige Überlegenheit hier nicht komplett ausspielen können. Was ich mal machen... Nee, der braucht 5. Warte mal, zaubern. Ich könnte ja mal versuchen, hier beherrschungsmäßig beim Baladin oder Horiphobus einzusetzen, ne? Aber dafür muss ich eins näher rangehen und das ist schon ziemlich gefährlich. Das gefällt mir eigentlich nicht. Warte mal, ich versuch's trotzdem mal. Wir können immer noch laden, das ist kein Problem. Ich denke mal, wir werden bei diesem Kampf auch nochmal laden müssen, weil der wird jetzt unseren Zauberer da zusammenschnetzeln. Und dann ist Schluss mit der Veranstaltung. Ich sehe da schwarz. Oh, die treffen aber auch alle. Was ist denn los mit denen? Ja gut, das, ja, ich, oh. Ja, in diesem Fall hätte ich tatsächlich einfach mal vielleicht auf Strategie setzen sollen, statt einfach nur auf, ja, ich gehe mal dahin und schlag drauf zu. Das, ich weiß gar nicht, wen ich mit ihr zuerst angreifen soll. Die Veteranen sind wahrscheinlich zu stark. Dann müssen wir uns nach oben durchschnetzeln mit ihr. Wir können nur hoffen, dass der Magier, dass der Ludewig im besten Fall... Wo steht er? Er steht hier. Wir könnten den hier angreifen, zusammen mit Rayada, oder? Das wäre eine Möglichkeit. Ja, genau. Schlag auf den... Ja, ist ja gut. Ja, klar. Sie kann sich, glaube ich, nirgendwo mehr hinbewegen. Blockiert. 2, blockiert. Nicht erreichbar. Ja, sie kann sich nirgendwo hinbewegen. Ja, das ist ja großartig. Also die sind deutlich stärker als normale Orks. Das kann mir keiner erzählen. Beherrschung. Horiphobus. Hat der Ork vielleicht Angst vor irgendetwas?
Der Ork-Veteran ist total verängstigt und flieht. Ja, das müssen wir jetzt nur noch durchhalten und das bei ganz vielen Orks machen. Weiß nicht, ob das hinhaut, bin mir da nicht sicher. Wirklich nicht. So, dann schnappen wir uns... Ach, warte mal. Sie kann sich noch bewegen, dann blocken wir den Ork-Veteran da oben vielleicht mal ab, dass der sich nicht direkt auf unseren Magier stürzt. Obwohl das wahrscheinlich gleich der nächste Ork machen würde. Ja, dieser Kampf. Warum auch nicht? Schicken wir ihn einfach mal 1000 Orks auf den Hals. Ist er überhaupt in der Lage, irgendwo... Komm, ich helfe hier unten aus. Ja, und er trifft natürlich nicht. Und die treffen immer. Ja, genau. Wo läuft er denn jetzt hin? Ach, er haut ab? Ja gut, das kann er natürlich auch machen, da sage ich nicht nein. Oder, nee, er haut gar nicht ab. Er versucht nur einen anderen Platz zu finden, wo er überhaupt noch angreifen kann. Weil alles voll ist. Weil alles voll ist. Also nirgendwo mehr drankommen. Ja, die kann, glaube ich, nichts mehr angreifen, oder? Nee. Waffe wechseln. Speer. Angriff. Zu nah für... Nein, nicht wirklich. Oh, jetzt ist das auch noch ein Fernkampf. Okay, der haut schon mal ab. Das ist schon mal eine gute Idee. Eine sehr gute Idee. Nun, wir gucken, wie viel Horrifobus... Ah, Ja, okay. Grundsätzlich wäre der Horrifobus eine gute Idee. Aber ganz ehrlich, jetzt muss ich einfach nochmal neu laden. Das bringt jetzt gerade nichts. Das ist total sinnlos. Auch wenn wir jetzt diesen einen Kampf schon hinter uns hatten. Aber das... Nee, mit einem toten Magier laufe ich da nicht rum. Ach ja. Ja, wir waren hier unterwegs, glaube ich. Hier runter. Hier war diese Bolzen... Oh nein. Ja, das war die Bolzenfalle, die vorher nicht ausgelöst hat. Und jetzt kann sie Androsch entschärfen. Ja, kurz und entschärft. Dann heile ich ihn mal eben schnell hoch. Das ist jetzt auch nicht so die Welt, ne? Das sind ja 10 Lebenspunkte oder so, 30, dann hat er sie wieder dran. So, alles gut. Nichts passiert. Ich würde diesen Kampf gerne schaffen, deswegen würde ich da jetzt auch nochmal einfach in diese Richtung laufen. Ja, die unterhalten sich immer noch. Warte mal, neuen Schmiedstand generieren. Wirklich speichern, ja. Und zwar auf Blut 2. Ja, dankeschön. So. Was ich natürlich machen könnte, wäre unsere Leute vorher mal ein bisschen aufpäppeln. Die könnte ich mal generell vielleicht ein bisschen aufpäppeln, dass sie einfach noch mehr Körperkraft haben, ne? Wir haben noch so viel davon dabei. 24. Hä? Wieso sind... Ach so, warte mal. Nee, das bringt ja gar nichts mehr bei denen. Dadurch, dass die einen Kraftgürtel anhaben, glaube ich... Warte mal, ich ziehe den Kraftgürtel mal gerade aus. Jetzt ist sie bei 19. Und wenn ich eins davon futtere... ist sie bei 21. Und jetzt ist sie bei... 26. Ich muss den Kraftgürtel vorher ausziehen. Ja super, dann habe ich jetzt schon 2 Gulmon-Blätter verschwendet. Das macht keinen Sinn. Ihr wisst, was in solchen Fällen passiert. Ja, es ist DSA und es geht leider nicht anders. 2 Gulmon-Blätter, das ist die Welt. Das ist leider die Welt. So. Jetzt machen wir das Ganze einmal richtig. Hier... Und vor allen Dingen, das Gulmon-Blatt hält ja auch eine ganze Weile vor, ne? Also das ist ja schon... Können wir sogar theoretisch 2 davon schnabulieren. Wobei ich da vielleicht auch mal erstmal ein bisschen sparsam sein möchte. So. Kriegt jeder von unseren Kriegern so ein Ding. Und kann danach seinen Gürtel auch wieder anziehen. Naja, ist alles gut. Dann machen sie nämlich erstens mehr Schaden und eventuell Attacke parademäßig geht da auch noch ein bisschen was. Das wäre ja mein Wunsch dahinter. Sie auch. So, und als letztes sie. Der andere, also der Konrad, der braucht keine Gulmon-Blätter, der ist ja sowieso nicht im Nahkampf. Für den ist das völlig egal. So, jetzt seht ihr ein Gulmon-Blatt gefuttert, jetzt kriegt ihr eure Gürtel wieder dran. Jetzt ist sie nämlich auch bei 21. Uiuiuiui. So. Und auch hier sind wir jetzt bei 24. Ja, das gefällt mir schon besser. Auch wenn es nur 2 Punkte Körperkraft sind. Aber 2 Punkte können oftmals die Welt ausmachen, ne? Da muss man schon, das ist bei DSA gar nicht so... gar nicht so ohne. Ich weiß auch gar nicht, wann die das nächste Mal aufsteigen. Die müssten ja mittlerweile auch bald schon mal wieder soweit sein. 99 Punkte noch. Das heißt, es kann gut sein, dass wir hier in den Blutzinnen aufsteigen. Deswegen nehme ich die natürlich auch gerne mit, damit wir einfach den Level noch haben. Wäre natürlich schön. 26. So. Und ihr wisst auch, was jetzt passiert. Erstmal nochmal speichern.
So, Blutzinnen 2, vielen Dank. Auf ins Gefecht! So, und jetzt... Was? Wieso ist denn das jetzt eine ganz andere Situation? Ja, aber das könnten wir hinkriegen. Wenn ich hier anfange zu blocken... Hier. Lass den Magier in Ruhe. So, er bewegt sich direkt mal nach hinten. So weit möglich. Weit weg wie möglich. Hier in diese Ecke. Da kann er natürlich keinen Horiphobus machen. Das ist ein bisschen doof, aber er kann zumindest vielleicht auf irgendwas einwirken. Und ich hoffe, die anderen kommen jetzt nicht so schnell so nah, dass sie sofort... Wobei, die bleiben jetzt erstmal da stehen, wo sie unsere Leute erwischt haben, ne? Sie geht auch direkt mal in Sicherheit hier vorne hin. Und versuchen wir direkt mal, diesen Ork-Veteran da wegzuklatschen. Denn der steht ziemlich im Weg. Da sollte er nicht stehen. Wobei, ich muss ja diagonal anordnen, das Ganze. Also passt das schon. Das heißt, da, da. Ja, das passt schon. Müsste passen. Uiuiui, das wird ein langer Kampf, Leute. Das wird ein sehr langer Kampf. So, er steht da, sie steht hier. Dann kann er nämlich auch da durchzaubern. Und sie können sich immer einen vornehmen. Jetzt muss ich nur noch Androsch da irgendwie in die Ecke bekommen. Ich hoffe mal, der wird jetzt nicht von irgendwem geblockt. Das wäre sehr ärgerlich. Eigentlich müsste ich Rayada da auch irgendwie wegbekommen. Es ist nicht gut, dass sie da rumsteht, ausgerechnet da. Ich würde sie dann eher... Rayada kann nicht schießen. Nein! Na gut, das ist... Aber es ist jetzt trotzdem geblockt, das ist doof. Das ist richtig doof. Nein! Verdammt, jetzt kann Androsch sich bewegen, jetzt ist er eingesperrt. Verdammter Dreck. Okay, dann müssen wir es anders machen. Dann muss Androsch sich hier unten den Weg freikämpfen irgendwie. Passt schon, passt schon. Kriegen wir irgendwie hin. Also ich will jetzt hier nicht aufgeben, das kriegen wir auch hin. Lass mich doch hier von ein paar Orken nicht einschüchtern. So, du bewegst dich dann bitte einfach mal. Warte, hier ist nicht geblockt, da können sie noch durchkommen. Sie müsste hier stehen, dann wäre da geblockt und unsere Schützin könnte nach oben hinweg angreifen. Dann würden wir uns den hier als erstes vornehmen. Ja, genau so. Hoffentlich kommt der andere Ork jetzt nicht da oben um die Ecke und versucht unsere Schützin an. Der ist ja auch doof. Nee. Ich muss Androsch da irgendwie rauskriegen. Das ist dieser Todesfalle da unten. So, Angriff. Ah, du könntest da hinten den erreichen, oder? Hier. Aber dazu müsstest du hier stehen. Nee, hier stehen bringt gar nichts. Die ist nämlich genau an der Mauer. Das ist ein Problem. Der einzige, den sie erreichen könnte, wäre der da hinten. Aber das ist gut, wenn der dann hier in die Richtung kommt. Dann kann er nämlich gar nichts machen. Androsch, halte durch! Wir kriegen das hin, ich verspreche es dir. Zaubern. Kannst du von hier aus zaubern? Beherrschung. Horiphobus. Kannst du nicht einfach diesem guten Mann sagen, er möchte bitte fliehen? Leider nicht. Das heißt, wir können im Augenblick nur mit dem guten alten Fulminictus oder mit Eisenrost oder mit Blitz. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber wir blitzen erstmal weg, was kommt. So, und wenn der jetzt runterkommt, dann könnte ich mit Valaria eigentlich auch einen... Naja, jetzt könnte ich mit Valaria auch einen Blitz zaubern. Und mit ihm muss ich mich nur nach unten weg durchhacken. Und hier nehmen wir uns den vor, der geblitzt wurde, weil der kann sich nicht wehren und schon ist er tot. Jawohl. Da wird jetzt wahrscheinlich der nächste Ork-Veteran nachrücken. Genau das tut er auch. Wird geblitzt und dann von Valaria und Ludewig auseinandergenommen. Während wir einfach nur gucken müssen, dass der gute alte Zwerg da oben irgendwie überlebt. Was machen wir hier? Ja, wir nehmen hier einfach von der Seite aus. Wenn die hier immer einzeln kommen, dann haben wir sie mit einem Schützen und mit Rayada. Und das könnte dann auch hinhauen. Blitz. Es könnte sein, dass das hier eventuell eine etwas längere Folge wird.
Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt unbedingt mitten im Kampf hier eine Pause machen will. Sollte sie blitzen? Nein, sie blitzt nicht, sie schießt.